Servus Leute, Goldpriester hier. In diesem Battlefield 5 Feuersturm Tutorial schauen wir uns unter anderem die besten Loot-Orte an, dann schauen wir uns noch die besten Ausrüstungsgegenstände mit den zugehörigen Waffen an, dann gibt es noch jede Menge zusätzlicher Tipps und Tricks sowie Strategiebesprechungen. Dranbleiben lohnt sich also, egal ob du Anfänger oder schon Profi bist. Das Allerwichtigste ist erst einmal, dass ihr alle Munitionstypen kennenlernt. Insgesamt gibt es 6 Stück und dann gibt es noch 3 besondere Items, dazu aber später mehr. So, wir schauen uns jetzt erst einmal jeden Munitionstypen genauer an, so dass ihr innerhalb von Sekunden genau unterscheiden könnt, was denn jetzt wichtig ist und was denn eher nicht so wichtig ist. Da hätten wir einmal die Pistolenmunition. Übrigens, jeder Munitionstyp hat neben der individuellen optischen Aufmachung auch noch ein eigenes Minisymbol. So kann man jeden der einzelnen Munitionstypen auch nochmal schneller voneinander unterscheiden. Auf dem zweiten Inventarplatz befindet sich der Slot für die Schrotflintenmunition. Nebenbei sei noch gesagt, dass jede Waffe auch gleich noch den richtigen Munitionstypen daneben liegen hat, wenn diese natürlich nicht bereits schon gelootet wurde. So kommen wir nun zu dem dritten Munitionsinventarplatz. Darauf befindet sich die MP-Munition, was meiner Meinung nach die zweit- bis drittwichtigste Munitionssorte darstellen dürfte. Danach folgt dann Gewehrmunition. Das dürfte die wichtigste, wenn nicht sogar die wichtigste Munitionsart sein. Deshalb prägt euch genau das Aussehen und das zugehörige Minisymbol dazu ein. Was meiner Meinung nach auch noch ein sehr wichtiger Munitionstyp ist, ist die MG-Munition, aber nur wenn man die FG-42 oder die Brenngun dazu finden sollte. Und auf dem letzten Munitionsinventarplatz befindet sich die Scharfschützenmunition. Ich habe für euch jetzt mal versucht, die ganzen Munitionsklassen von eher wichtig nach eher unwichtig zu sortieren. Dabei ist die Pistolenmunition bei den meisten ja eher nicht so beliebt. Ich habe die jetzt trotzdem nicht ganz nach unten gesetzt, weil man die zum Anfang der Runde doch recht häufig findet und weil man damit im halbtoten Zustand noch schießen kann. Die Scharfschützenmunition befindet sich deshalb auf dem vorletzten Platz, weil die Gewehre im grünen Zustand doch schon recht schwer zu handeln sind und weil man damit sehr viel Einübung braucht. Da Feuersturm eine extrem große Map ist, befindet sich logischerweise die Gewehrmunition auf Platz 1 und die MP-Munition ist deshalb auf dem zweiten Platz, weil diese zum Ende hin immer wichtiger wird. Was man auch noch unbedingt wissen sollte, ist, dass der weiße Balken oben bei den Munitionstypen euer Inventarplatz darstellt. Sollte dieser vollständig weiß sein, habt ihr keinen weiteren Platz mehr zur Verfügung und könnt dementsprechend auch keine weiteren Items mehr aufnehmen. Dann gibt es noch 2 Sondermunitionstypen, da hätten wir einmal die leichte und einmal die schwere Fahrzeugmunition. Das dürfte einmal fürs MG sein und das andere dürfte für die Hauptkanone sein. Die würde ich wirklich nur mitnehmen, wenn ihr ein eingespieltes Team habt, ansonsten würde ich die links liegen lassen. Übrigens, jedes Fahrzeug, egal ob das Panzer oder leicht gepanzertes Fahrzeug ist, braucht Treibstoff. Zum Anfang ist zwar schon etwas Treibstoff im Tank, dieser reicht aber nur für eine begrenzte Zeit aus. Ich zeige euch jetzt mal, wie so ein Tankvorgang abläuft. Wenn ihr also einen Fahrzeugbunker geöffnet habt, befindet sich meistens schon ein Treibstoffkanister in der Ecke. Diesen nehmt ihr mit E auf, dann wählt ihr noch diesen aus und tut direkt schon im Bunker den Panzer befüllen. So braucht ihr den Kanister nicht erst noch mit rumschleppen. Danach müsste eure Treibstoffanzeige bei 87% stehen. Übrigens genauso läuft der Vorgang auch bei leichter und schwerer Fahrzeugmunition ab. So, kommen wir jetzt zum Thema Loot. Die Karte hat insgesamt 12 bemannte Orte und genau an diesen Orten findet ihr auch den besten Loot. Man unterscheidet dabei von grün, was Tier 1 bedeutet, dann geht es weiter mit Tier 2, was in blau ist und der höchste Loot ist rot oder auch dunkelviolett, was Tier 3 bedeutet. Den höchsten roten Loot seht ihr hier auf der Karte markiert, da gibt es einmal die Möglichkeit, dass dieser eventuell in einer Sulis-Kiste zu finden ist, da muss diese mit E geöffnet werden oder er liegt direkt schon am Boden, da müsst ihr den einfach nur noch mit E einsammeln. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Safes zu öffnen, hier auf der Karte sind alle Orte mit blauen Symbolen markiert, wenn ihr also so ein Safe findet, geht ihr hin und drückt E, dann dauert es ca. 20 Sekunden und dieser öffnet sich. Ich hatte da bisher überwiegend guten Loot drin, aber es kann auch sein, dass da nicht so toll Loot drin ist. Wir schauen uns hier mal das Beispiel vollständig an, dass ihr mal seht, wie so ein Vorgang aussieht und dann geht's weiter. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Fahrzeugbunker zu öffnen. Hier auf der Karte sieht man alle mit rot markierten Autos markiert. Darin enthalten sind meistens random irgendwelche Panzer. Wenn ihr dann bei so einem Fahrzeugbunker angekommen seid, befinden sich auf der Seite links und rechts 2 Räder. Diese können gleichzeitig oder nacheinander bewegt werden. Während des Öffnens ertönt übrigens eine laute Sirene, die alle auf euch aufmerksam macht. Ich empfehle es, eine Seite vollständig zu öffnen und die andere Seite braucht dann nur noch bis ca. 8 Uhr geöffnet werden. Macht ihr das also genauso wie beschrieben und spielt noch dazu alleine, dauert der ganze Vorgang etwa 44 Sekunden. So, wir schauen uns den Vorgang noch bis zu Ende an und dann geht's weiter.
Dann gibt es noch sogenannte Gadgets-Boxen, wie hier auf dem Bild blau markiert zu sehen ist. Diese enthalten dann zum Beispiel eine V1, Artillerieschlag oder eine Spotting-Pistole. Diese können aber auch bei benannten Orten einfach offen rumliegen, wie man hier auf dem Bild gut sehen kann. Dann gibt es noch sogenannte Versorgungspunkte, diese tauchen aber erst auf, wenn sich das Spielfeld schon mehrfach verkleinert hat. Diese kann man von Weitem schon durch einen schwebenden Zeppelin erkennen oder man drückt einfach die M-Taste und schaut dann auf die Map, welche Punkte gerade einnehmbar sind. Diese können sowohl solo als auch in der Gruppe eingenommen werden, bei letzteren dauert es nur etwas länger. Wenn man diese dann eingenommen hat, springt es unten drei Metallboxen auf und diese enthalten dann meistens Tier 2 oder Tier 3 Loot oder wie man hier sehen kann sogar eine V1. So, einige berichten hier immer wieder, dass sie einfach überall Gegner finden und nicht in Ruhe looten können. Auf den Screenie seht ihr mal so einen Beispielflug. Die meisten springen etwa bei 60% der zurückgelegten Flugstrecke ab. Das ist etwa dort, wo der rote Strich zu sehen ist. Das heißt also im Endeffekt, der rot markierte Bereich ist die Hotzone. Dort finden sich extrem viele Gegner auf kleinen Raum. Wer darauf keinen Bock hat, springt etwa nach 70% der zurückgelegten Flugstrecke ab und schwebt dann einfach in den grün markierten Bereich. Selbst wenn ihr solo unterwegs seid, markiert einfach eure Ziele auf der Karte, damit ihr euch besser zurechtfindet. Dafür drückt ihr einfach die M-Taste, danach öffnet sich die Map, dann einfach mit der linken Maustaste auf das Ziel, wo ihr hin wollt und dann habt ihr es schon markiert. Achso, links am Rand seht ihr übrigens, wie viele bereits abgesprungen sind und wie viele noch im Flugzeug sitzen. In diesem Beispiel befinden sich noch 12 Mann im Flugzeug. So, ich hatte hier bereits die Stelle markiert, wo ich hin wollte, dann einfach mit dem E aus dem Flugzeug abspringen, dann noch kurz schauen, wo die Markierung ist, dann mit der W-Taste mit Vollspeed in die Richtung lenken, dabei darauf achten, dass ihr horizontal schaut, um möglichst weit mit Vollspeed in die Richtung zu gleiten. Mit dieser Technik kommt ihr übrigens auch bis fast an den Feuerrand ran. Wenn ihr dann fast angekommen seid, dann schaut ihr einfach auf den Boden mit der Maus, dann noch die W-Taste weiterhin drücken und irgendwann öffnet sich dann der Fallschirm automatisch. Mit A und D könnt ihr euch noch etwas einpendeln, um zum Beispiel ein Haus anzusteuern und das war eigentlich schon das ganze Geheimnis. So, wir schauen uns jetzt noch die Landung in Ruhe an und dann geht's weiter. Viele sind halt so verrückt, die steuern erst einmal die Hotzone an und dann auch noch die benannten Orte. Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr hier einmal sehen. Wenn ihr nach der Fallschirmzündung schon so viele andere Fallschirme seht, könnt ihr eigentlich direkt schon abdrehen. Wer eingespielt ist oder in einer Gruppe zusammen im Discord spielt, könnt ihr das ja mal just for fun testen. So, jetzt noch ein paar allgemeine Tipps. Seid ihr random mit einer Gruppe unterwegs, dann wartet einfach, bis die so lange was auf der Karte markiert haben. Links könnt ihr übrigens genau durch das Sitzsymbol erkennen, ob diejenigen noch im Flugzeug sind oder schon abgesprungen sind. Solltet ihr in einer random Gruppe unterwegs sein, dann entfernt euch nicht weiter als 150 Meter von eurem Team. Solltet ihr euch weiter als 150 Meter entfernen, wird es dann sehr schwierig, wenn eure Teamkameraden angeschossen werden. Ihr habt dann eigentlich fast keine Zeit mehr, mit der E-Taste diese dann wieder zu beleben. Übrigens mit der Q-Taste könnt ihr Gegner auf der Karte markieren oder ihr könnt die Ausrüstungsgegenstände für eure Teams sichtbar machen. Leider ist die Sache noch nicht so durchdacht wie bei Apex. Schöner wäre es, wenn sie die Sachen auch noch für die Gruppe ansagen würden. Jetzt kommt nochmal ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Die größten Gefahren entstehen, wenn ihr eine neue Waffe aufnehmt oder eine Waffenklasse wechseln solltet. Macht zum Anfang einfach ein Set, ladet dieses nach und schaut, welche zukünftige Munitionsklasse ihr braucht. Später würde ich dann nur noch die Waffe wechseln, wenn ein ruhiger Zeitpunkt gekommen ist. Das wäre dann nochmal ab Mitte des Spiels, wenn noch ca. 20 bis 30 Mann am Leben sind. Das wäre dann nochmal der optimale Zeitpunkt, um die Waffe zu wechseln. Ihr werdet nämlich in ca. 70% der Fällen beim Looten oder beim Waffenwechseln gekillt. Die wohl drei wichtigsten Items im Spiel sind einmal die Rucksäcke, die gibt es sowohl einmal im Zustand 0, da sieht man nur ein schwach hinterlegtes Rucksacksymbol und wenn man das Inventar öffnet, schaut es dann so aus. Dann gibt es den Rucksack noch im Grün, da gibt euch zwei zusätzliche Inventarplätze dazu, im Blau bekommt ihr vier Plätze dazu und im roten Zustand bekommt ihr sage und schreibe sechs zusätzliche Inventarplätze dazu. Und wenn der Rucksack noch am Boden liegt, dann schaut das so aus.
Dann gibt es noch Medic-Spritzen, davon könnt ihr insgesamt 8 Stück mit euch herumtragen. Ein weiteres wichtiges Item sind die blauen Panzerplatten, davon könnt ihr insgesamt 3 Stück mit euch herumtragen. Je nachdem, was ihr gerade für eine Grundweste anhabt, könnt ihr bis zu 3 Balken mit bis zu 150 Punkten aufbauen. Und so schaut das aus, wenn die Weste noch am Boden liegt. Ich hatte noch was vergessen zu erwähnen, und zwar bei den Granaten könnt ihr je nach Sorte insgesamt 3 bis 8 Stück mit euch herumtragen. Spielt ihr in einer Gruppe, entfernt euch wie gesagt nicht zu weit voneinander und schaut immer auf die Lebensanzeige und was die Panzerung der anderen sagt. Coyote zum Beispiel hat überhaupt gar keine Rüstung mehr und hat nur noch 50% Leben. Da würde ich direkt mal hinlaufen und schauen, was dort los ist. Sollte bei dem Gruppenmitglied ein X stehen, dann war es das für ihn und er kann in der Runde nicht mehr mitspielen. Wollt ihr zum Beispiel anderen Gruppenmitgliedern Munition oder Heilung verteilen, geht dafür einfach auf Tab und dann öffnet sich das Inventar. Dann klickt ihr mit dem Linksklick zum Beispiel auf MP-Munition, dann öffnet sich ein weiteres Fenster und dort dann den Regler auf die gewünschte Anzahl festlegen und danach dann noch einmal die rechte Maustaste klicken. Wobei man noch dazu sagen muss, dass der Regler am Anfang immer auf 100% steht, ihr müsst diesen also nach links runterdrehen. So funktioniert das übrigens auch mit den Medic-Spritzen. Sollte übrigens einem Gruppenmitglied noch nicht ganz tot sein, könnt ihr denjenigen einfach mit E wiederbeleben. Das geht übrigens auch direkt im Feuerring. Es gibt dann noch so eine blaue Spritze. Ich dachte erst, damit kann man sich selbst im gefallenen Zustand wiederbeleben. Das funktioniert aber nicht. Welchen Nutzen die jetzt genau hat, ist mir noch nicht bekannt. Aufnehmen würde ich die deshalb nicht, da die sonst sinnlos einen Inventarplatz blockiert. Ein wichtiger Tipp für alle Neulinge, die gerade erst mit dem Battle Royale Modus Feuersturm angefangen haben. Ihr solltet immer daran denken, dass aufgenommene Waffen immer erst noch nachgeladen werden müssen. Voraussetzung dafür ist natürlich erstmal wieder der richtige Munitionstyp. Im Normalfall liegt dieser ja bereits bei der Waffe bei, außer er wurde bereits schon aufgenommen. Und welche unterschiedlichen Munitionstypen es insgesamt gibt, wisst ihr ja bereits schon. Hier in diesem Mini-Beispiel ist die Waffe 1 schon durchgeladen und die Waffe 2, die Seitenwaffe, muss erst mit der Taste 5 ausgerüstet werden und dann ganz regulär mit der R-Taste nachladen. In Feuersturm gibt es sehr unterschiedliche Granattypen, Granatwerfer und detonierbare Objekte. Ich habe hier mal alle aufgelistet und versucht, diese nach der Wichtigkeit zu sortieren. Dabei würde ich Rauchgranaten immer allen anderen Granaten vorziehen, auch wenn diese nur als grün eingestuft werden. Gerade bei der Größe der Maps sind die meiner Meinung nach sogar die wichtigsten und spielen vor allem dann eine große Rolle, wenn man zum Beispiel Teamkameraden gerade wiederbeleben will. Danach folgen dann ganz regulär die Stielhandgranaten und auf dem dritten Platz befinden sich die Panzerabwehrgranaten. Letzteres ist besonders dann wichtig, wenn es aufs Ende zugeht, falls dann doch nochmal ein Panzer auftauchen sollte. Ja, und Kontaktgranate, Brandgranate und Haftgranate sind deshalb auf dem letzten Platz, weil man da schon extrem dicht an den Gegner rankommen muss und meistens sind die halt einfach nicht so effektiv. Ja, ansonsten würde ich bei den Granatwerfern nur die Panzerfaust mitnehmen. Platz 2 und 3 ist so eine Sache, die konnte ich bisher nicht so richtig einsetzen. Und bei den detonierbaren Objekten würde ich nur die Antipersonenmine mitnehmen, den Rest kann man eigentlich direkt vergessen. Bei den Seitenwaffen sieht es folgendermaßen aus, Revolver ganz oben, den Rest je nachdem, was man halt findet. Gewehre und MPs habe ich jetzt mal so eingeteilt, ihr müsst halt selbst mal schauen, was euch eher zusagt. Wenn euch zum Beispiel die Suomi gar nicht zusagt, verwendet ihr einfach die nächste Waffe in der Liste. Am besten sind meiner Meinung nach die Waffenkombos Sturmgewehr und MP40 oder STG44 und Sten. Das Problem, was ich mit dem Gewehr 43 und dem Karabiner M1A1 habe, ist, dass die halt im grünen Zustand kein richtiges Visier haben. Bei den MGs und Scharfschützengewehren schaut es so aus, ist halt wie gesagt auch wieder eine Frage des Handlings. Bei der ZH29 gefällt mir zum Beispiel das Visier überhaupt nicht. Was man zum Beispiel auch noch gut kombinieren könnte, wären zum Beispiel FG42 und die STG44 oder FG42 mit der MP40. Was man zum Beispiel auch noch spielen könnte, wäre das Sturmgewehr 1-5 und die K98K oder die MP40 mit der Lee Enfield Nummer 4. Spielt euch am besten auf eure Lieblingswaffe ein und kombiniert diese sinnvoll mit anderen Waffengattungen. Normalerweise dürfte es dann eigentlich keine Probleme mehr geben. Zu den Signalpistolen ist noch zu sagen, dass es insgesamt 5 unterschiedliche Arten gibt. Auf Platz 1 befindet sich Sichten, diese würde ich aber nur kurz vor dem Ende einsetzen, vorher nicht. Danach dann Flächenartillerie, die würde ich ebenso nur am Ende oder kurz davor einsetzen. Die V1 habe ich deshalb auf den dritten Platz gesetzt, weil die halt viel zu lange braucht und außerdem noch viel zu laut ist. Auf dem vorletzten Platz dann Versorgungsabwurf und auf dem letzten Platz Fahrzeugabwurf. Übrigens würde ich so gut wie keine Fahrzeuge benutzen, die sind erstens viel zu laut und zweitens ist man im Sprintmodus deutlich schneller als der Feuersturm, deshalb macht es dann wenig Sinn, diese zu benutzen. Die einzige Ausnahme stellt hier der leichte Panzer dar, das kann man auf jeden Fall mal probieren. Übrigens hier auf dem Bild auf Platz 4 befindet sich mal so eine Flächenartillerie ausgerüstet. Ich hatte vorhin noch was vergessen zu erwähnen, insgesamt gibt es ja 3 unterschiedliche Waffenabstufungen, einmal grün, einmal blau und einmal violett.
Zum Beispiel die MP40 kann sowohl in Grün als auch in Blau als auch in Violett gefunden werden. Der einzige Unterschied dabei ist, dass die Waffe dann zum Beispiel mit einem Visier oder einem größeren Magazin ausgestattet ist. Ach so, und die Erweiterungen sind bereits fest verbaut und müssen nicht erst aktiviert werden. Übrigens braucht ihr keine Angst vor dem Feuersturm zu haben. Ich habe mal einen Selbsttest geschaut, wie lange man darin mit vollem Leben überlebt. Das sind sage und schreibe 2 Minuten und 47 Sekunden gewesen. Ah, mir fällt eben noch was Wichtiges ein, und zwar bei den Panzerplatten gibt es drei Zustände. Einmal den Zustand 0, da sieht man halt gerade, welche Schutzweste man gerade angelegt hat. Hier im Bild sieht man, dass ich zwar die Schutzweste 1 besitze, diese aber noch nicht die Panzerplatten aktiviert hat. Dementsprechend ist auch noch keine Farbe im Balken zu sehen. Wenn ihr jetzt eine Panzerplatte im Inventar habt und wie das im Video zu sehen ist, die Taste 3 drückt, wechselt dann der Balken von durchsichtig zu hellblau und es erscheint eine Animation, wo eine alte Panzerplatte rausgenommen wird und eine neue eingesetzt wird. Erst wenn der Vorgang vollständig abgeschlossen ist, wechselt der Schutzwestenbalken von hellblau auf blau und erst dann ist der Schutz richtig aktiv. Was man auch noch unbedingt wissen sollte, mit Tab kommt man ja ins Inventar. Um jetzt die Hauptwaffe von Slot 1 auf Slot 2 zu wechseln, klickt ihr einmal mit der linken Maustaste auf den ersten Slot und danach wechselt automatisch die Position. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Waffe komplett wegwerfen wollt, um eine andere aufzunehmen, drückt ihr wieder die Tab-Taste, danach fahrt ihr mit der Maus über die Waffe, die weg soll, und dann drückt ihr einfach noch einmal die rechte Maustaste und danach wird diese aus eurem Inventar entfernt. So, wir sind jetzt soweit durch. Bewertet ruhig das Video und lasst ein Abo da, so bleibt ihr stets auf dem neuesten Stand. Seit neuestem habt ihr übrigens auch die Möglichkeit, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Das kostet dann monatlich 4,99 €. Dadurch erhaltet ihr unter anderem für den Kommentarbereich ein Erstes-Hilfe-Logo. Die 0 im roten Kreuz steht dabei für ein neues Mitglied, die 1 bis 6 im roten Kreuz steht für die Monate, das gelbe Kreuz steht für das Jahr und das grüne Kreuz steht dann für 2 Jahre. Außerdem haltet ihr auf meinem Discord-Server einen besonderen Status und werdet bei Fragen bevorzugt. Fragen von Nichtmitgliedern werden aber dennoch weiterhin beantwortet. Wer Fragen dazu hat, einfach einen Kommentar oder im Discord melden. So, jetzt aber haut rein, euer Goldpriester. Ciao. Ich hatte noch was vergessen zu sagen, und zwar zu den Anfängern sei noch gesagt, zum Anfang würde ich erstmal Solo spielen. Wenn ihr dann soweit die wichtigsten Sachen kennengelernt habt, würde ich dann ab in die Vierergruppe gehen.